Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Ja, wir haben gerade eine Nachricht bekommen, dass Garantor gefallen ist. Und wir haben gehört, dass Arva schwanger ist. Das erfreut uns natürlich. Der Bau wird hier nur noch 11 Tage dauern. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz... Gerade weil es hier baut. Ich habe übrigens schon ein zweites Projekt reingeknüppelt. Das sind die Mauern. So, ich mache jetzt mal 3 Aufträge. Ich mache als allererstes hier... Ich spende sogar noch ein bisschen Geld. Als allererstes das hier, dann die Mauern und dann die Belagerungsmaschinen. Die Mauern sind wichtig, damit wir halt auch wirklich einen Schutz haben. So. Und ich will diese Stadt nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Da wird jemand weggeknüppelt, das ist schön zu sehen. Ich will die Stadt nicht. Ich will die Stadt nicht, weil ich den nämlich jetzt auch versorgen muss. Also nicht die Stadt, die Burg. Das ist halt meine zweite Burg. Die Burg interessiert mich halt null. Können wir da irgendwas machen? Ich mache einfach dieses Fest und spiele und dann versuche ich die erstmal hier so ein bisschen zu stabilisieren, weil sonst haben wir gleich ein Problem. So. Gut. Oh. Ja. Das hat ja lange gedauert mit Garantor. Das ist genau der Punkt. Garantor geht mir auf den Zeiger. So, vielleicht gibt es hier ja gleich eine Schlacht. Ich stehe ein bisschen weiter weg. Ich will nicht gleich direkt in die Schlacht rein. Wenn die sich umdrehen, haben wir ein kleines Problemchen nämlich. Von mir aus Wollarik. Gönn dir. Gönn dir, Brudi. Der Rest ist mir egal an Leuten. Aber ich will in diese Schlacht rein. Das kann sehr lustig werden. Wir sind über 1000 Einheiten. Jawohl. Und ich habe nur meine Bogenschützen. Ich will... Können wir einfach nur sagen... Ey, das ist ja so buggy teilweise. Das ist ja... Ist ja der Shit. Also das haben sie echt nicht gut gefixt. Weil das sind meine einzigen Truppen, die ich habe. Und jetzt habe ich alle verschoben. Was zum Teufel? Warum habe ich die Kontrolle über alle? Warum habe ich die Kontrolle über alle? Was ist das denn für ein Quatsch? Jetzt kann ich die nicht mal mehr richtig einteilen. So ein Blödsinn. Mit gehören nicht mal die Truppen, die hier angreifen. Das ist so dumm. Oh, das ärgert mich. Vielleicht, weil das Garantor ist, um die wir uns prügeln müssen. Und da ist er weg. Oh, da habe ich einen Hero getötet.
Da habe ich noch einen von denen getötet. Ja, jetzt haben sie halt gar keine Chance zum Ende. Die sind so verwirrt. Also merke, mache ein paar Teams. Aber einen Verletzten? Nein, ich habe niemanden Verletzten. Hallo? Ich würde euch gerne mal wehtun. Oh je. Was ein Durcheinander. Meine Güte, Taktik, ja, Taktik. Komm, follow your sergeants nur noch. Die teilen sie auch gar nicht. Naja, zumindest ist keiner von uns draufgegangen, das ist wichtig. Ja, gut. Das hat gesessen. Und da drinnen wird noch gekämpft. Gegen zwei Leute. Oh, meine Güte. Dann habe ich zwei Gefangene. Sehr schön. So. Ich nehme alles mit, wie immer jetzt. Ich werde jetzt auf Dauer auch alles mitnehmen, erstmal. Vorerst. Ah, ne, wir verkaufen die Leute hier. In Ortysia. Für ein bisschen Geld. Er ist in Reitkunst besser. Da kriegt er fest im Sattel. Sie ist im Bogen gut. Bogenbeherrschung. Entschuldigung. Und Mathis ist besser im Reiten. Sehr schön. Handel. Nimm die Rüstungen. Nimm die Pferderüstungen. Und nimm Kühe und so weiter. Das brauche ich alles nicht. Hier und die Schilde. Und die Pfeile. Den Rest werde ich hoch und runter schmieden. Aus Gründen. Einfach aus Gründen. So. Die könnte jetzt fallen. Ich schließe mich wieder der nächsten Schlacht an. Diesmal werde ich vorsichtig sein. Dass wenn ich wieder alle Truppen verschiebe, dass ich die direkt aufteile. Nein, jetzt habe ich nur meine Leute. Mountain Archers! Mountain Archers! On me! Folgt mir. Wir machen das ganz easy mit denen. Wir schießen die einfach weg. Wir laufen ganz weit außen. Weil wenn wir reinziehen, dann tut das richtig weh. Wir versuchen hinter die zu kommen am besten. Am besten, wenn die sich mit den Reitern schon anlegen. Machen wir so ein bisschen die Reiter von Rohan. 88 Truppen von meinen 150 Leuten. Wir versuchen über die Berge zu kommen. Ich warte, bis die erste Truppe hier anfängt zu rennen. Die hier. Und ich hoffe nicht auf uns. Na, vorbei. Sind wir hinter denen. Das ist so der eklige Trick. Oh ja. Stell uns hier hin.
Was macht er denn da? Elgin Archers! Stay close! Mir folgen vielleicht erstmal. Und nicht aber weiterrennen. Also, wir schwächen deren Truppen jetzt schon. Oh, da rennen nur eine Leute rein. Eieieiei. Oh, die haben es geschafft. Also, die versuchen natürlich den Highground zu halten. Aber das wird deren großes Problem sein. Die müssen den halten. Und wenn sie den eines Tages nicht mehr halten, dann kommen meine Truppen. Uiuiui, Vorsicht, 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 Leute. Vorsicht, 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 Vorsicht. So viel zu deiner Angriffstaktik hier oben, ha? So. So viel zu seinem Bogenschützen. Okay. Und jetzt können wir eine Runde drehen. Oh ja. Ah, die hauen da nach oben ab. Dann holen wir uns die da hinten. Das Blöde. Ach nee, die kommen von daher. Stimmt, die haben ja jetzt mittlerweile diese neuen Routen. Na kommt, 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 kommt. Nicht so weit, nicht so weit. Nicht so nah dran. Alles ganz easy, Hammer. Ja, ich habe ein Fares aus Versehen getötet. Upsi. Das war friendly fire. Das war null Absicht. Es war einfach nur zu viel los. Ja, jetzt könnt ihr euch die letzten holen. Wir haben ja nur noch 13 Truppen jetzt. Super, das war wieder ein Sieg für uns. Mit vielen, vielen Punkten, die wir bekommen haben, wieder mal. Du bist meine Gefangene. Ein paar neue Punkte verteilen. Oh, mein Gefangenenlimit ist überschritten worden. Was haben wir denn hier? Ein paar botanische Waldläufer. Hm. Aber wisst ihr was, wir sind so nah an der Truppe hier. Also an der Burg. Ich würde einfach die Leute hier donaten. Moin. Oh, nein. So viel dazu. Oh, wir sind besser mit dem Bogen. Mit Bögen um 8. Truppen von Rang 3 aufwärts erhalten Chancen mit Bögen. Oh, ja. Das oberste. Das ist genau das, was ich brauche. Dann, nun, werde ich doch ein paar releasen müssen, weil ich will die teuren verkaufen. Ein paar Fußsoldaten, ein paar Clankrieger. Das sind ja nicht viele. Speerträger hätten wir hier. Triaria. Vorhut. Unten, weiter unten. Erfahrener Waldarbeiter. Bogenschütze. Die hier. Schurkischer Bogenschützen. Waldarbeiter-Veteran. Nehmen wir die Hochgeborenen. Ah, die Rekruten. Ja. Das ist okay. Noch immer einer zu viel.
reiten wir botanischen Plänkler noch raus, meine Güte. Und dann reiten wir hier nach Ortysia und geben die Leute ab. Nice. Also haben wir auch wieder hier ein bisschen geholfen, die Batania zusammen zu schrumpfen und werden immer größer als, ja, als Macht. So. Jetzt habe ich auch direkt mal 11.000 bekommen. Das ist gut. Ich will mal gucken, wie das in Tubilis mittlerweile aussieht. Vielleicht haben wir uns hier jetzt schon mal aufgebessert, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, ob wir da schon was gebaut haben. Ich glaube noch nicht. Das dauert noch, ne? Noch 4 Tage. Die Treue ist bei 50. Das ist sehr gut. Festgelände wird gebaut. Essen haben wir, Garnison haben wir, Bau haben wir. Das gefällt mir. Gut. Burg Garantor, gucke ich gleich mal nach. Ich will Hauptsache keine Aufstände haben. Wenn ich ehrlich bin, das ist so das Einzige gerade. Ja, die Sicherheit ist noch relativ niedrig. Ja, das wird jetzt mit der Zeit kommen. Wenn ich auf Miliz ausüben gehe, bekomme ich viele Milizen. Oh, wisst ihr was? Wir machen das. Müssen wir wieder mal vorbeikommen. Burg Uzanak und Burg Veron wird angegriffen. Ich werde mich keiner großen Schlacht anschließen. Ich bin vorsichtig gerade. Ingalter, wir kennen uns doch. Der bekommt nochmal auf den Kopf von uns. So wie es aussieht. Oh, jetzt sind wir aber auf deren Tetereta. Das kriegen wir aber auch hin. Das kriegen wir auch hin. Wir haben fast nur, wir haben nur noch 2 Keshiks und ansonsten sind das alle perfekt ausgebildete Einheiten. Also ich mache mir jetzt nicht mehr so viele Sorgen. Das, was wir hier vorhaben, nicht sinnvoll ist. Die werden Angst haben, mit uns zu, oder gegen uns zu kämpfen. Da ist ein Armbrustschütze schon mal weg. Ja, wie sieht's denn aus? Wollen wir uns mal hier kurz hinstellen und gucken? Ja, das können wir auch. Das Stehenbleiben ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir machen können gerade. Okay. Haben wir doch erstmal ganz gut hinbekommen. Jetzt kommen die Reiter auf uns zu. Der Edelknecht. Hm. Wenn wir es schaffen, die Leute von denen so ein bisschen wegzulocken, dann könnten wir... Ui, Alter, ich treffe immer nur diesen blöden Schild. Joa. Ah, da kommen seine... Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Hello. Na, Boys and Girls. Na gut, die sind down. Oh, 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 oh. Moin. Ihr müsst wissen, ich hab's nicht so mit Bogenschützen. Ich habe Bogenschützen nie gemocht und ich mag Bogenschützen nach wie vor nicht. Eine Kahnwache ist verletzt worden. Naja, aber dafür haben wir ein paar Leute weggeschnaggelt. Oh nein. Oh, der war sweet. Okay.
Fodor hat jemanden getötet. Der überrascht mich immer wieder. Der Junge kann mittlerweile mit einem Bogen umgehen. Das ist das Problem hier. Das ist deren Terrain. Und das merkt man halt. Dorian, der Wunderarzt. Ich nenne ihn nach wie vor Wunderarzt, obwohl er keiner ist. Der ist nochmal ein Wunderarzt. Aber für mich ist er mein Wunderarzt. Oh, ich habe eine Briten einen Bogenschützen verloren. Ja, jetzt sind sie weg. Schön. So macht man das. Ingalter. Mal wieder bist du meins. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Oh, das könnte jetzt echt in die Hose gehen. Wenn sie es nicht schaffen, die Miliz tot zu kriegen. Ja, doch. Haben sie hinbekommen. Sehr, sehr gut. Ich würde mich zurückziehen ein bisschen. Würde mal ein paar Sachen verkaufen und sowas. Nothysia. Das ist ja... Freiburg. Oh, Nozon ist mit dem Reiten besser geworden. Oh ja. Erhöht Fernkampfschaden bei Verwendung von Reittieren um 10%. Das ist so schön. Aschan. Gönn dir, Bruder. Viel Spaß. Aschan. Gönn dir. Oh, da gab es einen Kampf, aber habe ich jetzt nicht mit eingemischt. Oh, erstmal wieder normal hinsetzen. Ich rutsche hier auf dem Stuhl manchmal hoch und runter. Das ist echt unangenehm. Die ganzen Rüstungen verkaufen. Was haben wir hier? Schafe und Kühe, die wir nicht brauchen. Die ganzen Rüstungen, die wir nicht brauchen. Wir haben ziemlich viele Pferde mittlerweile. Schilde. Enchoon. Ich weiß nicht, ob wir hier ein paar Pferde mittlerweile auch mitverkaufen wollen. Zum Beispiel so ein paar Saumpferde oder so. Aber damit haben wir dann Probleme beim Tragen. Also ja, die ist nicht so geil. Lassen wir das so. Wir gehen mal in die Schmiede und schmelzen mal. Bekommen wir ziemlich viele Dinge. Ja. Weiß gar nicht, was wir alles freigeschaltet haben, aber so ein paar Sachen. Ja, zum Beispiel hier für ein Einhandschwert, da haben wir schon gut was. Natürlich noch nicht das Beste und so, aber der Dolch zum Beispiel, die Dolche, obwohl wir so viele Pudgios geschmolzen haben, sind wir noch immer nicht gut darin. Wurfspieße. Beste Wurfspieße. Aber es braucht noch Zeit. Wie viel Platz haben wir denn jetzt noch? Vielleicht wollen wir ein bisschen was zu Schmieden verkaufen, weil wir bekommen jetzt ziemlich viele Dinge. Bögen können wir auch nicht schmieden. Kohle ist okay. Eisen, Schmiedeeisen, Alter. Runter damit. So viel können wir halt nicht gebrauchen gerade. Da fällt wieder eine... Veron haben sie auch geholt. Krass. Natürlich helfen wir hier in der Burg jetzt. Mal schauen, wer es ist. Ja, gut, das ist ja auch wieder easy. Also, da merkt man halt, wie gut wir gegen die Batania zurechtkommen mittlerweile. Ich würde aber sagen, unsere nächste Schlacht machen wir in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao. Thank you.